Ich glaube, die besondere Herausforderung für uns Intensivpflegekräfte ist ganz klar die Ungewissheit. Erstmal mussten wir uns Anfang des Jahres damit beschäftigen, dass da jetzt ein neuer Virus kommt und der viele Menschen erkrankt und auch einen schweren Verlauf hat und auf jeden Fall auch Intensivkapazitäten gebraucht werden. Und gerade für uns Intensivpflegekräfte, die eh schon zu wenig sind, war das eine enorme Herausforderung gewesen, überhaupt sich damit zu befassen. Und das Schlimme ist ja, dass wir das ja nicht nur auf der Arbeit tun, sondern auch noch im Privatleben. Wir haben bei uns wirklich schwere Verläufe, die uns auch mitnehmen. Das lässt uns psychisch natürlich auch überhaupt nicht kalt. Und dadurch, dass die ganzen Patienten ja auch keine Besucher empfangen dürfen, haben wir natürlich auch noch viel, viel mehr zu tun, auch noch die Patienten psychisch aufzufangen. Das kostet enorm viel Kraft. Die meisten Patienten, die bei uns sind, gerade die mit Covid-Infektion, leiden ganz oft an Atemnot. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für die Patienten überhaupt. Es ist eine fremde Umgebung, sie haben Angst, es sind fremde Menschen da, man erkennt keine Gesichter durch die Schutzausrüstung. Es wirkt halt alles sehr steril. Ja, wir als Pfleger haben uns darauf vorbereitet, indem wir ganz viel aus der ersten Welle mitgenommen haben. Wir haben neue Intensivstationen geschaffen mit vielen, vielen Betten. Wir haben Personal von anderen Bereichen zu uns geholt. Gerade in der ersten Welle haben die schon mal eingearbeitet, haben denen gezeigt, worauf es ankommt. Die fehlen natürlich dann in den anderen Bereichen. Das merken wir jetzt auch ganz klar. Im Vergleich zur ersten Welle merken wir jetzt einen deutlichen Anstieg der Patienten. Wir haben Glück, dass wir die Intensivkapazität schon Anfang des Jahres hochgeschraubt haben, was jetzt sozusagen auf Standby war und das wir jetzt auch wirklich brauchen. Also es werden von Tag zu Tag immer mehr Patienten und wir merken, es ist enorm anstrengend für uns alle. Die momentane Situation bei uns auf Intensivstationen. Wir sind einfach an unsere Grenzen. Wir kommen an unsere Grenzen und jeder weitere Patient, der jetzt kommt, verursacht, dass wir auch unseren Standard gar nicht mehr halten können. Deswegen ist es für uns enorm wichtig, dass auch weiterhin die Kontaktbeschränkungen bestehen und auch eingehalten werden.